come and get it. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GT Online. Leute, heute habe ich ein Rennen für euch und zwar Sarkastistan, wiedererstellt vom Swiss Bad Devil, den ihr ja jetzt vom letzten Rennen kennt. Da ist es, Sarkastistan, das Rennen. Und zwar ist das mit dem neuen Editor erstellt. Ich war wirklich mal gespannt auf das Rennen, habe es dann auch gefahren. Und naja, lasst euch überraschen. Das hier ist jetzt, glaube ich, das 10. oder 20. oder 30. Mal, gefühlt 100. Mal, wo ich das Rennen fahre und habe hier irgendeinen mir aus der Lobby geschnappt, der rangmäßig unter mir ist und das Rennen noch nicht kannte. Zumindest gehe ich davon aus, weil, er hängt schon mal jetzt hinter mir. Die anderen, mit denen ich immer gefahren bin, ja, die waren dann vor mir. Ne? Also denke ich, da hast du mal eine Chance, vielleicht als Erster durchs Ziel zu gehen. Der kennt das Rennen noch nicht. Sehr schön. Also habe ich Vollgas gegeben und geguckt, dass ich vor dem bin. Aber ich muss sagen, auch wenn er das Rennen nicht kennt, jetzt habe ich ein bisschen stark abgebremst, schon wieder hinter mir. Na, jetzt müssten wir langsam mal zu der ersten Rampe kommen und jetzt passt auf, Leute, guckt euch das links an. Da, das ist eine Rampe. Hä? Ganz weiche Auffahrt und eine lange, lange Rampe und einen hervorragenden Abgang, hätte ich fast gesagt. Ne? Aber guckt euch das an und da, was sich da aufbaut. Ich liebe den neuen Editor jetzt schon, auch wenn ich mir selbst noch nicht angeguckt habe, weil einfach keine Zeit da war. Muss mir das unbedingt mal angucken, wie das funktioniert und ob das arg schwer ist, so eine schöne, breite, große Rampe zu bauen. Und jetzt guckt doch mal, wie weit man fliegt. Und gleich weiter. Das ist ein sauberer Aufsatz gewesen. Ich liebe das. Guckt euch das an. Und jetzt da vorne, da kommt mein Horror. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das mit dem Centurno hinkriege. Da hatte ich größte Probleme mit dem T20, auch mit dem Adder hatte ich da Probleme gehabt. Jetzt guckt euch diese an und mittig bleiben, jawohl. Und rüber. Fliegen. Oh ne, ich will nicht runterfallen, Oh cool, ich habe einen Glitch entdeckt. wunderbar, ein kleiner Programmfehler oder Programmfehler. Wie geil, und der andere ist gestorben. Na gut, wieder weiter Vollgas, mittig bleiben. Jawohl, und langsam drehen und gerade ausrichten und gerade runter. Perfekt. Jawohl, Däumchen hoch und abonnieren nicht vergessen. Däumchen hoch, dafür habe ich mindestens 1000 Däumchen nach oben verdient und mindestens 1000 Abonnente. Denkt dran. Genial. Wie lange habe ich jetzt da dran trainiert? Also andere hatten nicht so Probleme wie ich. Ich hatte da wirklich richtig tierische Probleme. Diese Umrundung des Hochhauses zu schaffen. Aber wie ihr seht, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt hat mich natürlich der Ehrgeiz gepackt und jetzt arbeite ich an meiner Kurventechnik. Weil ich will auch Swiss Bad Devil und Leica Hustler und Black Ghost und all die und Devil und all die bösen Kerle, die immer erst durchs Ziel gehen, die will ich schlagen. Und wenn ich hier trainiere, bis mir die Augen rausfallen, ist mir scheißegal, Leute, ich werde das schaffen. Und guckt doch mal, wie schön ich da fahre. Nächste schöne Kurve und schon ist sie in die Hose gegangen. Was soll denn von dem Rennen? Ist doch echt genial, oder? Und ich bin immer noch weit vorne. Guck mal, Palmen. Durch die Palmen durch. Und noch eine wunderschöne Rampe mit einem Abgang vom Feinsten. Jetzt geht's wieder in die Stadt rein, wie ihr seht. Und Achtung, schöne Kurve hinlegen. Fast perfekt, aber nur fast. Und da geht's auf die nächste Rampe. Jetzt sag doch mal, kann der Kerl nicht Rampenrennen bauen? Die sind doch genial. Guck mal, jetzt fliege ich über den Point, aber Swiss Bad Devil hat natürlich den Point so sauber gesetzt, dass man auch drüber fliegen kann, ohne zurückzufahren. So denkt man mit, so erstellt man Rennen. Das ist absolut genial, ich bin begeistert. Und endlich kann ich auch das Saskatist von Sarkasmus abgeleitet, wie schon mal erwähnt.
Rennen endlich fahren. Und ich werde mal gucken, dass ich das demnächst mit dem Erbauer zusammenfahre. Mal gucken, ob ich besser geworden bin. Oh, jetzt müssten wir gleich zum Schluss kommen. Ich habe natürlich nur eine Runde eingestellt. Will euch ja nicht langweilen. Jum, will das Rennen ja euch nur vorstellen. So, durch. Jetzt bin ich erstmal Erster. Mal gucken, was der andere in der Zwischenzeit treibt oder getrieben hat. Oh, der Arme. Er hängt an der zweiten Rampe um das Haus. Ja, so ging mir es auch mit dem T20. Der Edder ist runtergefallen wie eine Pleie in eine Ende. Ja, und der T20, der hat gehoppelt und hat sich dann immer gedreht wie ein Weltmeister. Guck mal da. Und ja, genau so. So ist mir es mit dem T20 auch immer ergangen. Naja, wenn du noch ein bisschen trainierst, hoffentlich hast du dir es markiert, dann kannst du es trainieren, dann kannst du es irgendwann genauso gut fahren wie ich. Wie geil. Leute, Däumchen nach oben, wenn euch das Video und das Rennen gefallen hat, oder eins von beiden, oder beide, oder wie auch immer. Für heute bin ich als Gewinner endlich Gewinner aus dem Video draus. Wünsche euch was. Ciao, Leute.